braucht man ein paar Stiere, um eine Marmelade zu machen. Hä? Schau dich ne... Okay. Da schwimmen wir rüber. So Plätze. Da schwimmen wir rüber. Schwimmen. Die habe ich nicht gesehen, die Nummer 2. Was ist denn hier los? Ach, ersoffene. Okay. Oh, Blutmoos. Na lecker. Okay, pass auf. Meditieren. Meditieren. Was? Ach Gott, Mama Mia, wo kommst du denn her? Arschloch. Zurück da, wo du hergekommen bist. Oh. Hey, Pimmelmann. Pimmelmann. Arschloch. Na? Kommen Sie mal ran hier. Du bist doch tot. Jetzt aber. So. Einmal. Na komm, wir meditieren nochmal. Scheiß da unten drauf. Damit wir wieder Full Heal haben. Dann speiern wir einmal. Und dann wird geschwommen. Schwimmen, 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 schwimmen. Fort, weißer Adler. Männer allen tot vom Pferd. Trolle macht kein Suppe aus. Nicht verschwenden voller Spaß. Hallo. Du, Menschling. Hier veganisches Armeelager. Kein Durchgang, kein Boot klauen. Veganisches Lager? Wo versteckst du das denn? Das ich. Siehst du nicht? Ich komme zur Armee von König Raluwit. Befehl: Boote bewachen. Okay. Die Boote sind ziemlich hinüber. Boote bewachen, sagen Redania. Aber kein Holz für Zaun. Nur Boote, ja. Drum Zaun aus Booten ich mach. Boote bewachen, Boote. Der ist aber irgendwie süß, ne? Irgendwie ist der süß. Der erinnert mich ein bisschen an die Viecher aus Gears of War, ne? An die Locust. Wenn er dem so ein bisschen ins Gesicht guckt. Warum bist du zur Armee gegangen? Hat dich jemand rekrutiert? Krut? Kein Krut. Gute Soldaten kommen. Häuptling sagt, Boote bewachen. Sonst kommen Bauern und nehmen Bauernboote. Komisch. Verstehe nicht. Ich schon, glaube ich. Die Redanier haben Boote von Bauern beschlagnahmt und damit gerechnet, dass die Bauern sie zurückholen. Was ist dann passiert? Häuptling geht, Soldaten trinken und singen, viel singen. Troll hört zu, bumm, kommen Bauern mit spitzen Stöcken. Troll will helfen, rennt los, ruft zu Bauern und Soldaten, zieht sie auseinander mit Vorsicht, aber alle fallen um. Auch Soldaten. Aber trotzdem Boote bewachen. Und ich bewache, ich Soldat. Und ich singe. Für dich auch? Nein, danke. Ich hab dich vorhin schon gehört. Aber wo sind denn die Leichen? Ich sehe gar keine. Troll hungrig. Wozu wegwerfen? Bauern sehr gut. Soldaten, Freunde, nicht so gut. Trotzdem große Suppe immer gut. Der denkt ökonomisch, finde ich gut. Ja. Ich verstehe schon. So ist das im Krieg. Du auch Soldat? Nein. Troll macht Soldat. Trollhäuptling sagt, bring Farbe, du bringst Farbe. Farbe? Was meinst du?
Farbe, Farbe. Bunte Farbe, rote Farbe, weiße Farbe in der Stadt. Geh. Ich bewache Boote. Gut, ich treib etwas Farbe für dich auf. Du gut. Redania Armee vergisst nicht. Irgendwie ist der süß. Irgendwie ist der süß. Und dein Junge, dabei ihnen nicht bei die Farbe wohnt. Achso. Oh cool, hier ist so ein Schnellreiseding. Oh nice. Mega. Mega, jetzt könnt ihr mich jetzt hier rüber switchen einfach, das ist ja Hammer gemacht. Keine unnötigen Wege, das finde ich sehr gut. Elfling geht sich ein Brot machen. Oh, ich will auch ein Brot. Ich glaube, ich muss mir am Stream auch irgendwas zu essen machen. Ich habe tierischen Kohldampf. So ein schönes Frischkäsebrot mit Schnittlauch oder Zwiebeln. Oder, hier sind diese frische Zwiebeln. Wie heißen die? Frühlingszwiebeln. Boah, geil. Hätte ich jetzt Bock drauf. Ja, klar, Elfin ist ihr Brot natürlich nur mit feinster Igel-Liona. So, ich brauche Farbe. Hallo. Toll, ist geschlossen, weil Nacht ist, ne? Ein Frischkäsebrot mit Schnitzel. Ja, geht natürlich auch. Man kann aus Frischkäse extrem geile Soßen machen für Schnitzel. Geht auch. Boah, ein Sandwich-Toast. Diese Dinge aus dem Sandwich-Toaster oder so richtig mit Salat und alles, was man da so drauf macht. Käse. Huch! Oh! Sieh an, was habt ihr denn hier? Ja, ich mach den Geralt, seht ihr das? Da werden noch Generationen wenn tanzen. Selbstgemachte Burger. Boah. Ja. Was kann ich für dich tun? Was ich heute nicht habe, kann ich bis morgen besorgen. Nein. Mal sehen. Vielleicht suche ich mir was aus. Farbe hier. Danke. Kuss auf die Nuss, Bruder. Bis dann. Tschüssi. Aus dem Weg. Ich muss dem Troll Farbe bringen. Weg mit euch. Oh, scheiße, da war der schnelle Reisepunkt. Hexenjäger? Hexer. Schieb ab, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Hexer. Schieb ab, bevor mir der Geduldsfaden reißt. Deinesgleichen steckt einen an. Mit Scheiße. GG, Alter. Wo hast du das denn gelernt? Oh, der weiß gar nicht, was ich meine. Okay, gut. Das ist scheinbar normal. So chill ich auch immer. Klar, überhaupt kein Problem. Trinken wie so viel noch nie. Dreiberg Infanterie. Schwinge Schwert und Knechtel knack. Tötet Nilfgaard Lumpenpack. Denn mir zittern schon die Knie. Hier kommt Nimner Kavallerie. Gefreiter Schiefer zur Stelle. Ich habe zufällig etwas Farbe dabei. Was ist denn? Farbe, ja, aber weiß nicht wie. Das könnte ein Problem sein. Menschling weiß wie? Mein Befehl, er wissen sollen. Ich schätze schon. Kommt drauf an, was? Vogel malen. Redanischen Vogel wie auf Schild. Ich versuche es mal. Hast du einen Pinsel? Schön, Vogel, toll. Oh, meinst du? Solange du zufrieden damit bist,
gut. Nicht wie andere. Danke. Oh. Mama, komm und guck. Oh. Sie laufen. Das war die Quest? Ich Radu wie oh. Der Ruf. Und dein Junge da bei ihnen, nicht bei dir für alle er. Und dein Junge da bei ihnen, nicht bei dir für alle er. Voll gut. Ich hätte ihn gerne als hier, als Mount. Nicht als Mount, sondern als Wegtier quasi, als Tier, was mir hinterherläuft. Voll süß. Voll geil. Feier ich ein bisschen den Kollegen. Feier ich ein bisschen. So. Auch diese Quest hätten wir dann erledigt. Wir können mal noch die drei Fragezeichen hier. Drei Fragezeichen, lul. Hier die drei Fragezeichen noch holen. Würde sie gerne besteigen. Ich als Allgott, ich kann alles und ich mache auch alles. Und ganz ehrlich, ich finde den süß. Auf nicht No Homo, also ne, auf No Homo Basis. Ihr wisst ja. Hä? Was willst du denn? Dreckiger Bastard. Halt dein Maul! Was ist los mit dir? Kann ich nicht verstehen. Du stirbst so laut. Huch! Er winkt uns zu. Ach, wie süß. Der Gnome aus Risen 2. Ja, Mann. Oh, Risen 2 ist auch Hammer. Oh, da hinten sehe ich schon Novigrad. Heftig. Einfach so einen fetten Turm. Gibt's eine Mod, um Geralts Skin durch den Allgott auszutauschen? Ist das eines der Fragezeichen gewesen? Nicht ganz. Oh, ja, moin. Was? Gut, ich glaube, das sollten wir nicht tun. Vielleicht sollten wir gehen. Guck mal, eine Amsel. Nein. Vielleicht ist das nicht so eine gute Idee. Versteckter Schatz. Ach, das sind die Herrschaften hier wieder. Kriegen wir hin. Hallo, Freunde! Hey, Freunde! Schluss aus, Mickey Maus! Schnauze! Komm mal! Finde ich nicht gut. Sag mal, du hast es aber echt hier, ne? Ja, siehst du? Das glaubst du aber, wa? Ich sollte mehr ausweichen, glaube ich. So, was haben wir hier? Blutbefleckter Schlüssel, blutbefleckes Dokument und ein Trockenfisch. Sehr gut. Es ist mir gelungen, die Blutung zu stoppen. Ich muss nachdenken. Ich könnte Hilfe suchen. Da muss ein Dorf in der Nähe sein. Ich kann Hundegebell hören, aber die Leute würden meine Uniform erkennen. Sie würden fragen, was ich im Sumpf mache. Sie würden es rausfinden. Sie würden alles an sich nehmen. Und mich vielleicht töten. Wir sind hier schließlich in Velen. Ich habe viel Blut verloren. Vielleicht zu viel. Wenn die Wunde morgen früh noch sauber ist, kann ich es schaffen. Ich breche bei Tagesanbruch auf. Vielleicht greifen die Ertrunkenen dann nicht an. Ich vergrabe den Schatz und gehe nach Novigrad. Dort sollte ich jemanden finden, der mich wieder zusammenflicken kann. Jemanden, der keine Fragen stellt. Dem es egal ist, ob man ein Deserteur bist. Ich dachte schon, ich hätte wieder falsch gelesen. Mir bleibt nur noch zu beten, dass niemand meine Spuren findet. Dass niemand der Blutspur folgt und den Schatz findet. Aber hier kommt keiner durch. Ich hoffe es. Alles wird gut. Jetzt natürlich nur die Frage. Hey, ich wollte dem folgen, der Quest. Hallo? Hallo, hallo, hallo. Oder wahrscheinlich eine Schatzsuche, ne? Okay. Blutspuren. Blutspuren.
Oh, eine Kiste. Oh, da liegt was Süßes. Okay, Blutspuren gehen hier. Oh, was ist das? Oh ja, geil, noch eine Kiste. Nice. Da hinten. Ist das die Kiste? Ne. Bestimmt nicht. Okay, die Blutspur. Ach was. Krass. Kopfjäger. Hammer. Das war einfach. Scheiße, wir sind überladen. Oh nee, ey. Wie ist das Schwert? Ach, das war das hier. Warte mal. Das hier ist neu. Alles klar. Hammer. Ist halt einfach mal besser als das hier. Was ich sehr schade finde, weil ich das eigentlich ganz nice fand. Der hätte beim Sterben mir echt auf Schreitfeder achten können. Ja, aber echt. Oh, guck mal, wir können direkt Pfeffer essen. Mmh. Gutes Pfeffer. Einfach so in den Hals gerammt. Gar kein Problem. Wie viel Gewicht hat denn das? Es hat halt fast nichts. Okay, wir haben sehr viel Ziegenfell und sowas wahrscheinlich dabei, ne? Nein! Hast du gerade das Schwert weggeschmissen? Geh halt! Ist doof. Okay, reicht nicht. Dachte ich mir schon. Oh, die Rüstung war auch sauschwer. Da würde ich aber lieber die hier wegschmeißen und die Rüstung doch nochmal mitnehmen, weil ich glaube, die können Geld bringen. Können wir die auch noch mitnehmen? Okay, nice. Dann lassen wir nur die Dinger liegen. Ziegenfell. Ja, ich glaube auch. Der Weiderler hätte da Bock drauf. Haben wir hier noch ein Fragezeichen gehabt? Ich glaube ja, ne? Hier oben. Am Zippel. Am Zippel haben wir noch einen. Den Schatz werden wir wahrscheinlich erstmal nicht finden oder kriegen. Weil. Gut, wie soll ich sagen? Oh nein. Nein. Oh nein. Oh nein, das ist. Nein, 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 nein. Ihr könnt mich mal. Leck mich! Ihr könnt doch sowieso nur im Nebel überleben. Oh, der See hier ist aber schön, ne? Ist schön hier. Ich sollte vielleicht mal kurz meditieren. Zack. Nimm das, du dreckige Birke. Birke, wenn ich mitten hab, mit Ö. Das ist eine Birke. Okay, mal gucken, was hier ist. Hier ist auch wieder ein Fragezeichen, ist, ob wir so ein. Oh, das ist von Angriffen auf Novigrad gewesen. Ach, guck mal hier. Eine Wassertitte. Ach nee, das ist eine Sumpfschrulle. Eine Sumpfschrulle. Hey. Beschmeiß mich nicht mit deiner Kacke. Sumpfschrulle. Oh. Nein, 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 nein. Sumpfschrulli. Moody. Feuer. Nein. Komm aus den Stöcken da raus. Das ist scheiße. Komm mal raus da. Schrulli. Schrulle, Schrulle, Schrulle. Ah. Mistweib. Da bist du ja wieder. Schrull, Schrull, Schrull. Nein. Ich will dein Kacken nicht. Bisschen eklig sind die ja schon. Nein. Nein. Nee. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Deugsicht. Nein. Nein. Komm. Oh, Brot und Tomaten. Ja. Und auf die Tomaten am besten so ein bisschen Balsamico essen. Mein Gott. Stirb jetzt, Scholle. She's alive. She's dead. Oh, sie ist bereit. Ich verstehe. Schatz, Schatz! Schon wieder ein toter Hund. Und wieder eine Notiz. Ich habe immer gesagt, dass Muski was auf dem Kasten hat. Er versteht mehr Wörter als... Oh nein, es geht um einen Hund. Oh nein. Er versteht mehr Wörter als so mancher Mensch. Mensch.
Er kann alle möglichen Tricks. Sitzen, rollen und wenn man ihm einen Speckstreifen gibt, schüttelt er einem sogar die Hand. Aber heute hat er sich selbst übertroffen. Muski kam vom Feld angerannt und hatte etwas im Maul. Ich dachte zuerst, es wäre ein Hase, mit dem wir einen leckeren Einkauf kochen und dessen Fell wir verkaufen könnten. Aber es war kein Hase, sondern ein Sack. Er war blutgetränkt. Kein Wunder also, dass Muski ihn aufgestöbert hat. Ich schaute hinein und darin fand ich einen Schlüssel. Er war klein und voller Gravuren und Verzierungen. Er sah aus, als würde er zu einer Truhe oder einem Kästchen passen. Ich dachte mir, vielleicht liegt hier irgendwo ein Schatz versteckt, zu dem dieser Schlüssel gehört. Ich werde losgehen und mich einmal umsehen, wenn ich ihn finde. Das schwöre ich bei Miltil, ne? Kriegt Muski bis zum Ende seiner Tage bestes Kalbsfleisch zu fressen. Nur das Blut auf dem Sack bereitet mir etwas Sorgen, aber ich nehme einen dicken Knüppel mit, damit ich allem, was aus dem Gebüsch kommt, eins überbraten kann. Ich sage immer, man lebt nur einmal, also sollte man hier und da ein Risiko eingehen. Toll. Ich speichere nochmal. Ja, ne? Man lebt nur einmal. Und der Hund ist auch tot. Toll. Toll gemacht. Hab's gefunden! Runenstein, Axiglyphe, Stahl, irgendwas, Zwirn, Zweieck und Kavalleriehose. Dass wir alles nicht mitnehmen können, weil wir jetzt nämlich überladen sind. Scheiße. Aber hier ist ein Boot. Wir könnten mit dem Boot hier rüberfahren zu die Ochsenfurt mit dem Boot. Ja, das können wir tun. Wir fahren mit dem Boot. Seelenlo, ich grüße dich. I say hello. Okay, wir laufen zum Boot, Freunde. Ist das Boot hier gewesen? Ja, nichts von uns. Easy. Das wäre traurig, wenn wir jetzt gleich absaufen würden. Das wäre irgendwie enttäuschend. Okay, wäre irgendwie lustig, wenn wir jetzt wirklich untergegangen wären, gerade im Wasser. Das hätte ich jetzt irgendwie gefeiert. Aber wir brettern mal eben schnell in die Stadt. Hui, und verkaufen mal den ganzen Stuff. Und müssen, glaube ich, geschockt feststellen, dass wir hier gar nicht durchfahren können, oder was? Doch. Geht. Huh. Okay. Auf. In die Stadt, bisschen was verkaufen. Scheiße, wir kommen hier wirklich nicht durch. Das ist natürlich echt scheiße. Jetzt ist hier noch ein Boot. Oh, shit. No, hier ist dicht. Da kommen wir nicht durch. Fuck. Ochsenfurt, ja, ich weiß, ich kenne das. Ich kenne Ochsenfurt. Tatsächlich. Das habe ich schon mal gehört. Fuck, wir kommen hier nicht lang. Das ist doch kacke. Kommen wir denn irgendwo anders da lang? Scheiße. Hier geht's auch nicht lang. Das ist alles Sumpf. Wir können... Ja. Müssen wir hier rumfahren. Hier war ein Schnellreisepunkt, ne? Dann lass dahin fahren. Mit Art das Schiff durchpusten. Ja, das wäre natürlich nice. Ne, wir fahren zu dem Turm. Da war gerade ein Schnellreisepunkt, habe ich gesehen. Da sind halt aber auch... Viecher gewesen, aber na egal. Was? Klick mal im Boot auf den Hafen in der Karte. Geht das immer, wenn man im Boot sitzt? Alles klar. Okay, ich verstehe.
Kannst du das Schiff mit Porten, in dem du schon gesessen hast? Okay, krass. Ja, wusste ich nicht. Aber Dankeschön. Lang lebe, etc. etc. Oh. Voll nice. Ja, ich würde sagen, wir verkaufen jetzt mal ein bisschen Stuff und dann würde ich wahrscheinlich. Ja, aber dann ist Viertel nach zwei. Ja, wahrscheinlich würde ich dann so leicht vielleicht auch Feierabend machen. Tatsächlich. Haben wir, denke ich, gut was geschafft und dann im nächsten Stream mit Witcher, da gibt es dann natürlich am nächsten Donnerstag wieder. Oder vielleicht am Sonntag? Ne, am Sonntag zocken wir mal ETS. Ich habe aber wieder richtig Bock auf Euro Truck oder Bus-Simulator oder irgendwie sowas. Was kann ich für dich tun? Ballern wir dann rüber nach Novigrad und da werden dann wahrscheinlich auch wieder 20 Millionen Aufträge auf uns warten. Ja. Mal sehen. Vielleicht suche ich mir was aus. Bin ich sehr gespannt auf jeden Fall. Farbe. Hä? Haben wir doch schon. Egal. Ich weiß, man kriegt woanders noch mehr für seinen Stuff hier als jetzt bei dem Händler, aber ist mir jetzt egal. Ich verkaufe das jetzt einfach hier. Der ist eh gleich pleite. 6 bis 8 Schaden. Dann kann die hier weg. Ja, bei den Waffen müssen wir halt mal gucken, ne? So ein paar Sachen können wir halt auch gut gebrauchen jetzt. Weil wir die schon... Wenn du mal Omsi zucken. Ich habe Omsi damals tatsächlich installiert gehabt. Und hatte auch richtig Bock auf Omsi gehabt. Leider ist das bei mir im Tutorial immer abgeschmiert. Und ich wollte das Tutorial unbedingt machen. Um einfach die Grundlage so ein bisschen zu kennen. Die Hose ist nice. Ja, um einfach die Grundlage so ein bisschen zu kennen. Aber es ist immer im Tutorial abgeschmiert. Das ist leider ein bisschen blöd gewesen. Okay, die können wir leider nicht nehmen. Warum? Stufe 14. Dammit. Die ist halt schon nice, ne? Um sie 1 oder um sie 2? Das kann ich euch jetzt überhaupt nicht sagen gerade. Ich weiß es nicht. Die ist natürlich auch nice. Die können wir, also die würde ich gerne aufheben. Die Schwerter ansonsten, Schwerter, können, soweit ich das sehe, alle weg. Oder hebt man solche, ich hoffe, du kriegst das Lenkrad noch irgendwie für den Tourist-Boss weiter gefixt. Ich muss es mal ausprobieren. Ich habe das Spiel runtergeschmissen, habe es nochmal neu heruntergeladen. Mal gucken, ob das geht. Hebt man diese Schwerter, diese seltenen quasi, diese Orangen, hebt man die irgendwie auf oder zerlegt man die am besten oder was macht man damit am besten? Oder verkauft man die einfach? Mein Geld haben wir eigentlich genug. Alle aufgehoben aus Sammelgründen. Haben wir denn hier eine Truhe? Hieß es nicht mal irgendwo, dass wir immer unsere Truhe mitnehmen? Oder gibt es die nur einmal wahrscheinlich auf der ganzen Karte, ne? Das ist damit wahrscheinlich gemeint. Kein Brot, kein Geld. Scheiße. Ja, pass auf, dann verkaufen wir die einfach. Komm. Beziehungsweise wir zerlegen sie. Das können wir aber nicht bei ihm machen, ne? Oder tun wir so schnell in die Kiste. Ach komm, wir tun sie in die Kiste. Irgendwie will ich die aufheben. Ich weiß nicht warum, eigentlich ist es total schwachsinnig. Macht man eigentlich nicht. Aber auch diese Hose, ich würde die halt auch gerne behalten. Also müssen wir immer zurück, weil wir die Runen hier reinpacken müssen. Wir könnten halt aber auch mal gucken, ob man nicht mal ein paar Runen da reinpacken können. Hier einfrieren, das ist zum Beispiel ganz nice eigentlich. Rüstungsdurchbohrung. Hier, sowas ist doch auch nice. Zack. Rein damit. Können wir das nicht auch... Nee. Ach, das sind wieder andere Sachen für die Rüstung. Das sind die hier, ne? Art. Quen. Irden. Irden. Igni. Hier. Zack. Weißt du Bescheid? Das wir das auch mal gemacht haben, wa? Dann ruht dein Schwert in Frieden. Ah, okay, die Truhen muss man erst entdecken. Also müssen wir die jetzt hier suchen, oder was? Ach du Scheiße. Wo könnten hier die Truhe sein? Ich habe keine Ahnung. Ist hier überhaupt ein Platz für die Truhe? Bleibt meine Lieferung. Sie hätte vor einer Woche hier sein sollen. Brauchen Sie Hilfe? Diese Karawane, sollte die durch die Hügel im Ort... Hier gibt's eine Truhe.